Guten Morgen. Morgen Kai. Morgen Christian. Hi. So, wir haben gestern Abend noch einen Motor reinbekommen. Was tun wir jetzt am besten mit dem? Richtig, wir gehen gleich mal zusammen rüber, dann prüfen wir den mal durch. Füllen die Arbeitskarte aus und machen den schon mal fertig soweit. Für die Planung für heute. Wir fahren heute Nachmittag nochmal raus zum Flughafen, Terminal 2 oben. Da müssen wir noch einen Lüftermotor einbauen. Ist der da lang? Herzlich willkommen zu deinem ersten Tag als Elektronikerin für Maschinen- und Antriebstechnik. Noch ist alles gemütlich hier im Büro, aber die Herausforderung des Tages hat bereits angeklopft. Direkt los. Auf geht's, super. Wichtig ist, dass die Klemmen keine Verbindung zum Gehäuse haben. Okay. Elektromotoren, die defekt sind, landen hier, in der Werkstatt. Hier wird zuerst nach den Ursachen geforscht. Neben all den Anzeigen und Messwerten, die du hier sehen kannst, sind es auch akustische Signale, die Christian und seinen KollegInnen Hinweise darauf geben, was mit den Elektromotoren nicht stimmen könnte und wo sie ansetzen können. All diese Informationen auszuwerten und die Sprache der Elektromotoren zu verstehen, ist einer der wichtigsten Skills von ElektronikerInnen für Maschinen- und Antriebstechnik. Aber du siehst hier, die Stromaufnahme ist schon viel zu hoch. 20 Ampere. Bei 200 Volt, das sagt definitiv, der Motor ist defekt. Okay. So können wir auch nicht lange laufen lassen. Motor kaputt? Motor ist kaputt. Ist kaputt. Müssen wir neu wickeln. So, Christian, sehr gut. Ich sehe, du hast die Lüfteraube schon mal abgemacht, die Schrauben gelöst. Jetzt lösen wir die Lagerschilder noch vom Motor und den Anker ziehen wir raus. Christian sucht gerade mit Kais tatkräftiger Hilfe nach der Fehlerquelle. Von ihr ist abhängig, ob der Motor noch repariert werden kann oder nicht. Dabei geht es hier allgemein locker zu und es wird angepackt. Sehr gut, Christian. Ich sehe, du hast die Maschine schon eingestellt. Mhm. Was für ein Draht haben wir? 3x1,0 mm. Stimmt. Jetzt wird der fehlerhafte Motor neu gewickelt. Das Wickeln von Motoren ist eine der klassischsten Tätigkeiten in diesem Beruf. Wie man elektrische Maschinen und Antriebe richtig dimensioniert und plant, montiert und installiert und in Betrieb nimmt, lernst du hier. Maschine läuft. Kai, ich habe hier den Dahländer-Motor für den Flughafen. Ah, perfekt. Der Motor für den Flughafen ist wieder einsatzbereit. Jetzt geht es direkt zum Einbau. So, Christian, hier siehst du den Motor, den wir eben in der Firma fertig gemacht haben. Wir haben in der Firma schon mal geprüft, aber jetzt nach einem Einbau wird der Motor noch mal geprüft. So, du hast das schon ganz schön angezogen. Willst du es nochmal kontrollieren? Ich kontrolliere. Sind alle Klemmen fest? Es ist extrem wichtig, dass die Klemmen eine gute Kontaktfähigkeit haben. Hier wurde gerade der Motor eingebaut, von dem heute Morgen noch die Rede war. Womit du bei einer weiteren Tätigkeit bist, mit denen Christian und seine KollegInnen tagtäglich zu tun haben. Sie sind es nämlich, die Maschinen, Anlagen und IT-Systeme installieren, integrieren und in Betrieb nehmen. Das alles passiert bei Sonnenschein, genauso wie bei grauem Regenwetter. Jetzt machen wir am Motoranalyse. Das kannst du vielleicht mal machen, also schon mal als Übung. Ja. Drücken wir auf so Motorspartung eingeben, muss alle Motordaten, sehr gut. Bei so, Motor. Ja, wir haben einen Motor. Gehst du wieder zurück? Okay. Perfekt. Und jetzt? So, jetzt führen wir die Messung durch. So, dafür drücken wir einmal Start. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Der Motor wird in dieser Zeit, werden alle Motorströme durchgemessen. Die einzelnen Phasen untereinander, ob alles in Ordnung ist. Wir haben das zwar schon mal in der Firma gemacht, aber es könnte immer sein, dass während des Einbaus nochmal eine Beschädigung an dem Motor leider passiert. Um das einfach zu gewährleisten, dass das nicht der Fall ist, prüfen wir das jetzt hier nochmal. So wie es aussieht, hat es einen weiteren Defekt an einer Flugzeugtreppe gegeben. Zeit, sich das mal genauer anzuschauen. Vielleicht hast du es schon geahnt. Fast alle Fahrzeuge, die du hier auf dem Rollfeld siehst, werden ebenfalls mit Elektromotoren betrieben und sind somit ziemlich umweltfreundlich und zukunftsorientiert. Genauso wie dein Beruf. So, Christian, hier sind wir an einer defekten Flugzeugtreppe. Wahrscheinlich ist hier die Hydraulik kaputt. Wenn du hier unten mal siehst, siehst du einen Kabelbaum, der geht hier in die Verkleidung. Die müssen wir hochheben und müssen innen drin gucken. Ambulant Elektromotoren zu reparieren, ist nur selten möglich. Es geht leider hier auf dem Rollfeld nicht, das ist einfach zu gefährlich. Deshalb wird jetzt noch einmal richtig angepackt, denn der Motor soll in die Werkstatt gebracht werden.
Damit endet dein erster Tag als Elektronikerin für Maschinen- und Antriebstechnik. Viele spannende Aufgaben warten weiter auf dich. Ob Ventilatoren, Aufzüge oder Klimaanlagen. Viele Antriebssysteme laufen heute mit Elektromotoren. Dank dir läuft's also.